So, guten Morgen, herzlich willkommen. Heute, 18. September, ich grüße euch zum Marktkommentar in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Und ja, Markt ist heute Morgen wieder so ein bisschen News geprägt gewesen, ein bisschen durchgeschüttelt erst von den News. Es geht weiter um Handelskrieg, das ist ein Dauerthema. Und wie häufig so bei den Dauerthemen, irgendwann ist die Börse einfach das Thema leid, hakt es ab und es interessiert sie nicht. Was heißt das? Eigentlich genau das bestätigt das, was wir sagen, nämlich, dass die Sequenzen das Entscheidende sind und dass die wirklichen Trends angeben. Und das könnten wir heute sehr schön im S&P, aber auch gleich im DAX sehen. Wir haben hier den S&P natürlich in den Aufwärtssequenzen, das haben wir ja schon festgestellt. Gestern gab es eine Rückbewegung, weil man schon Angst hatte, dass Trump hier irgendwie was sagen könnte und so. Heute Nacht kam es dann auch, dass der Markt kurz runtergegangen. Aber Fakt ist, wenn wir uns das mal anschauen, ja, dann ist eben der DAX, der S&P ganz klar eine Aufwärtssequenz auf Daily, auch auf 60 Minuten, hat hier nur mal eine kleine Gegenreaktion auf die Unterstützung gemacht. Und ja, wir sehen es jetzt heute Morgen am DAX, der hat sich hier aus der Schiebezone wunderbar gelöst und macht hier Feuer frei. Das heißt, Bad News, Kurse steigen, ist immer ein gutes Zeichen, dass eigentlich die Bewegung Substanz hat, zumindest ausgeprägt sein sollte. Wir erwarten eine kleine Squeeze-Bewegung, weil natürlich auch einige Marktteilnehmer sich wahrscheinlich short auf solche Nachrichten positioniert haben, die einfach zu newsgläubig sind. Und man muss da natürlich, klar, am Anfang von der Nachricht ging es runter, aber wenn man dann eben sieht, dass der Markt hier einfach Stärke zeigt, dann ist es einfach ganz wichtig, sich auf jeden Fall zurück auf die Sequenz zu orientieren, und die ist aufwärts. Und wir haben auch im DAX keine richtige Abwärtsbewegung in den letzten Tagen gesehen, wobei die Aufwärtsbewegung im DAX natürlich nicht vergleichbar ist mit der im S&P. Im DAX haben wir hier nur einen Top, ein Tief und einen Top, und wir haben ja schon gesagt die ganze Zeit, da fehlt noch ein Top, das haben wir heute Morgen jetzt hier gesehen. Also da ist jetzt erst die Sequenz gestartet. Wir hatten nur hier eben in dieser Seitwärtsrange eine Konsolidierung gesehen, die trendlos war, und da hat es der Markt, da hat er die Chance gehabt, nach unten zu gehen. Das hat er nicht gemacht. Jetzt geht er hier nach oben. Und damit ist jetzt auch hier erstmal auf Stundenchart das Zeichen wieder auf Long. Jetzt glaube ich nicht, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier, wenn wir uns das mal anschauen, hier im DAX, das war die erste Aufwärtsbewegung. Ziel 12.200, vielleicht 12.300. Irgendwo in dem Bereich den Markt erwarten können. Das heißt, wir sehen schon, hier ein Großteil der Tagesbewegung ist heute schon gemacht worden, wobei ich die 12.300 hier etwas wahrscheinlicher halte als die 12.200. Und wichtig für euch ist einfach, ihr orientiert euch weiter mit den Sequenzen, und die sind eben derzeit aufwärts gerichtet. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Wir haben gestern von der Belastbarkeit gesprochen, auch wenn die vielleicht nicht belastbar sind, und im Notfall, wenn man mit dem Trading nicht zurechtkommt, auch ein bisschen den Gang runterfahren. Aber man sollte sich zumindest nicht gegen diese Sequenzen stellen. Und wir sehen ja hier, aufwärts ist der Markt deutlich. So, wie sieht es dann aus im Bund Future? Da haben wir eine Abwärtssequenz, die ist auch weiterhin intakt. Markt ist heute Morgen mal ein bisschen dagegen gelaufen. Hier ist das letzte Sequenztief. Da tun sich auch um die 159, 20 bis 40 neue Short-Chancen auf. Lassen wir den Markt da mal noch hinlaufen, bevor wir hier wieder ein Re-Entry wagen. Wir waren in den letzten Tagen short, sind jetzt aber raus hier und würden da auf dem Level uns aber wieder neu positionieren. Euro hat hier auch deutlich Stärke aufgewiesen. Das ist hier zwar ein Kontraktwechsel-Gap, aber wenn wir uns das insgesamt anschauen, auch hier erstmal in der Aufwärtsbewegung. Wir sehen, dass hier auch in der Aufwärtsbewegung ist. Wir sind über dieses Top hier quasi rüber. Und auch da ist dieser Abwärtstrend auf Daily Chart zwar vollkommen intakt, aber wir wollen nicht ausschließen, dass wir hier eine größere ABC-Gegenbewegung sehen. Das heißt hier das A, das B, ja, und ein C hier oben dran. Und das C hat durchaus Platz, hier auch mal über diesen Trendkanal überzuschießen, hier die Stops in dem Bereich rauszufischen. Und dürfte dann allerdings bei 1,1950 bis 1,1920 hier, das ist der Bereich hier,
auf deutlichen Widerstand kommen. Und das wäre auch ein ideales Ziel für diese C-Welle. Also wir sehen das so ein bisschen ja, im Moment Gegenbewegung im Abwärtstrend. Stundenchart ist hier aufwärts und ja, halten durchaus möglich, dass diese C-Welle noch ein kleines Stück läuft. Also auf was stellen wir uns ein heute? Es könnte ein turbulenter Tag werden, weil es durchaus einen Short Squeeze geben kann. Viele Marktteilnehmer dürften auf dem falschen Fuß erwischt worden sein, weil die Nachrichten negativ erwartet waren. Sie sind negativ gekommen, aber eben scheinbar schon eingepreist. Und ja, sollte es zu dieser Short Squeeze kommen, haben wir durchaus Chancen, im S&P die All-Time Highs anzugreifen, im DAX 12.3 uns anzuschauen, auf jeden Fall die 12.2 und ja, Bund und Euro, die reagieren nicht ganz so stark auf die Nachrichten, aber die Indizemärkte sind, glaube ich, die interessantesten. Das heute einfach als kurzes Update. Wünsche euch gute Trades. Bis dann. Bye-bye. Euer Birger.